Hallöchen, meine lieben Freunde, willkommen zurück hier bei der Pokémon Black and White 2 Nuzlocke Challenge. Und ich wollte euch nur ganz kurz noch etwas zeigen. Eigentlich wäre ich schon längst weitergegangen und so, um euch das Ganze hier zu ersparen. Aber mir ist etwas aufgefallen und zwar hört mal auf die Musik im Hintergrund, okay? Got it? Okay, jetzt fange ich mal an zu laufen oder zu gehen. Hört einfach mal, ob sich da was ändert, was da passiert. Yo, hört ihr die Drums? Wenn man geht in diesem Spiel, kommen Drums dazu, Alter. Wie epic ist das? Das ist mir noch nie aufgefallen. krasser Soundtrack, Freunde. Muss man einfach sagen. Mein Papi hat das Pikachu hier für mich gefangen. Hä? Okay, kannst du auch einen Pikachu für mich fangen, Alter? Ich habe da so einen Navi-Taub, aber das will ich eigentlich gar nicht. Kannst du mir da nicht ein besseres Pokémon geben? Okay. In den Wäldern vor der Stadt wurde ein seltsames Pokémon gesichtet. Alle Straßen und Häuser in Tesserra bestehen aus Stein. Trainer aller Region, versammelt euch. Wer ist der weltbeste Trainer? Das Pokémon World Tournament in Maria City. Okay. Dorfbrücke? Damn. Ja, meine lieben Freunde, es sieht mal wieder anders aus hier. Denn in der letzten Folge, falls ihr sie nicht gesehen habt, unbedingt gucken, ist uns wieder ein Pokémon weggestorben und... Ich hoffe einfach, dass der Junge sich so schnell wie möglich entwickelt. Er hat wieder nur spezielle Angriffe. Nur. Junge! Kriege ich vielleicht... Habe ich Akrobatik? Ich glaube, ich habe Akrobatik, oder? Ich glaube, ja. Ja. Mit 110 Stärke, sowas wie Brave... What? Du kannst keine Akrobatik lernen? Bruh! Dann halt freier Fall oder so. Nee, Fliegen ist eigentlich besser. Ey, dieses Navi-Taub kann ja nichts. Kann der bitte mal Brave Bird lernen oder so? Daunenreigen, oh Gott, Alter. Das kann ja mal was werden, ey, mit Sultan. Ich glaube, Sultan ist an der Stelle auch noch vorder. Ich wollte nur nach dem Weg fragen, doch es war ein Pokémon-Trainer. Den Rest kannst du dir bestimmt denken. Sei besser auf der Hut. Auf Hut. Denn wenn der Noctu kommt, der Junge, dann bist du am Arsch. So, was ist das da? Hier ist die Dorfbrücke. Aha. Ein Tennisfeld. Okay. Ich bin ein wenig verwirrt. Hier gibt's Wasser. Das bedeutet ein potenzielles Wasser-Pokémon. Aber bevor wir dieses fangen, müssen wir noch die beiden Trainer hier besiegen anscheinend. Und dann auf die Dorfbrücke. Warte mal, war das nicht so eine Stadt auf einer Brücke? Das war doch so eine Stadt auf einer Brücke, oder? Ist es etwa Osnabrück? So, Dressella ist ziemlich gut, weil wir können jetzt Fliegen einsetzen und Dressella zerstören. Oh Gott. Dressella auf 48. Alter, wir sind underleveled, obwohl ich gerade mein gesamtes Team gegrindet habe. Wir sind schon wieder underleveled. Ey, die Levelkurve ist... So heftig. Und das killt nicht mal. Leute, das ist eine 90er Base Step. Sehr effektive Attacke und es killt nicht mal. Jetzt kommt der Mega.
Der Mega Sugar. So, wenigstens nicht mehr verwirrt. Ich glaube, fliegen konnte auch nee. Sprungfeder konnte er verfehlen, aber fliegen nicht. Okay, Dressella ist tot. Können wir mit Sultan einmal ein Level gainen und uns entwickeln, damit wir sehen, was für Statuswerte der Junge hat? Gucken wir mal. Am besten hat er nämlich auch einen Dressella. Oder die. Mein Aufschlag hat eine Geschwindigkeit von 200 km/h. Ist 200 km/h Aufschlag gut? Ich weiß nicht. Fußball und Tennis kann ja da schon so ein Thema werden, ne? Whimsicott, okay. Auch auf 48, ey. Oh Gott. Habe ich gerade Verhöhner eingesetzt gegen das Ding? Oh Mann, ey. Okay, ich gehe auf Fliegen. Windstoß, ey. Oh, trifft mich Windstoß eigentlich in der Luft? Nee, das war Hurricane, oder? Nein, Windstoß trifft mich auch hier. Oh oh. Ups. Okay. 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 Ja. Das war nicht so gut, Leute. Warum kann das Ding Windstoß, Alter? Kann das jemand erklären? Windstoß trifft trifft im Fliegen. Ich dachte, das wäre fucking Orkan oder so, aber es ist auch Windstoß. Ha! Schaut mal, was so ein Stab-Megasauger macht, Alter. Boom! Oh oh. Das macht irgendwie nicht so viel. Oh, Rückenwind, okay. Macht auf jeden Fall Sinn, jetzt einen Tailwind zu setupen, aber dankeschön, dass du mich dich killen lässt. Das war's mit Elfhuhn. Holy shit! Das war knapp. Guckt euch mal. Windstoß macht tatsächlich doppelten Damage, wenn der Junge fliegt. Und wir haben mit einem KP überlebt. Das geht ja schon mal gut los, Alter. Der Sultan. Der Junge. Okay, dann gehen wir mal auf die Brücke. Ich glaube nämlich, dass gleich hier ein Poké-Center ist. Oh. Halt mal kurz inne, Lakai. Geschlagen, du bist der tausendste Trainer, der mir über den Weg läuft. Nach 999 Siegen wird mir dieser Kampf die Krönung Karriere kämpfen. Oh, ich habe Navi taub mit einem KP vorne, aber okay. Der will jetzt wirklich kämpfen? Der hat gegen 1000 Leute gekämpft und alle gewonnen? What? Dann kommen hier nur Lappen durch oder was? Oh Gott, Vermicula. 47! Ja, und bereits hier kann ich nichts mehr machen mit Sultan. Ich gehe mal raus zu Apo Blue, weil Apo Blue resistet Stahl und Käfer. Und er wird wahrscheinlich einen Steinhagel droppen, was mich ein bisschen nervt. Oh oh. Oh mein Gott. Okay. Oh fucking K. Der Junge hat Knirscher. Okay. I need a hero. Komm rein. Und krieg diesen Damage, diesen Boost. So, Knirscher, vierfach resisted. Ha! Brr! Macht nichts. Und Redlichkeit aktiviert sich. Und jetzt kann ich für eine neutrale Sancto-Klinge gehen und den Jungen mal wegbatzen. Boom! Plus ein Step. Naja, reicht nicht. Aber mit dem Seegesang fühle ich mich auf.
Eisenschädel. Bruder, auch der ist ziemlich krass resisted, you know, und du outspeedest mich nicht. Alter, für Mikula ist ja gemein, ey. Aber tatsächlich ziemlich stark. Eins der vielen Käferstahl-Pokémon. Warum auch immer es so viele Käferstahl-Pokémon gibt. So, jetzt habe ich ein Problem, weil Lucario und Hero sind, haben den gleichen Typen. Und wenn er schneller ist als ich und einen Nahkampf droppt, dann bin ich am Arsch. Das Problem ist, ich kann nicht zu Apo Blue rein, weil der Junge keinen Steinhagel mehr überlebt. Und Captain Toad, naja. Mit Captain Toad kann ich nicht wirklich viel machen. Was habe ich hier für eine Init? 115 und mit... Ja, doch, doch, doch. Ich müsste schneller sein als Lucario. Lucario normal ist tatsächlich nicht mal so schnell. Mega Lucario ist sauschnell, aber Lucario normal ist nicht so schnell. Hero kommt durch mit Sanctuklinge. Plus ein Step, sehr effektiv. Das reicht auf jeden Fall für Lucario. Du gehst nicht für den Nahkampf, my bruh. Und das war's mit dir. So, der Seegesang heilt mich hoch und wir kriegen ein paar IP. Ey, wir sind massiv underleveled gerade, ne? Schon bitter. Zwei lange Jahre habe ich meinen Kampfrekord gestrickt. Und dann kommt so ein Pimp wie du daher, der all meine Träume zunichte macht. Ich fange von vorne an. 1000 Siege in Folge, kein Problem. Gegen dich kämpfe ich aber nie wieder. Yo, der ist richtig salty. Oh. Da hinten ist noch irgendwie, ne? Da hinten ist noch was. Okay, also ich werde auf jeden Fall hier zurückkommen. Gibt's hier kein Pokécenter? Anscheinend nicht. Okay, Leute, wisst ihr was? Ich gehe ganz kurz mal zurück und heile meine Pokémon, weil so kann ich echt nicht weitergehen. Das wäre sehr riskant. Und dann kommen wir nochmal her und kämpfen gegen alles und jeden und werden den Encounter machen. Na? Was wir da wohl finden, ich bin mir gerade am überlegen, ob ich in die Wiese rein soll oder ob ich tatsächlich ins Wasser soll, weil wir haben jetzt ein ziemlich gutes Wasser-Pokémon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir noch was unbedingt Besseres finden als Aqualüb. Vor allem nichts aus der 5. Gen. I don't know. Okay. Ich glaube, wir entscheiden uns für die Wiese, vor allem, weil wir jetzt schon Fassersnob haben und daher nicht mehr noch ein Fassersnob bekommen können und so. Naja, wisst Bescheid, vor allem könnte es da hinten, glaube ich, auch noch eine versteckte Lichtung geben, oder wie das heißt. Genau, aber dafür musste ich hier unten drunter... So. Oh shit, da war tatsächlich ein starkes Pokémon im Wasser. Pokémon, deren Angriffswert ihrer Verteidigung nichts nahesteht, sind eine Klasse für dich. Für mich? Für sich? Ich habe gerade nicht gelesen. Oh, Künstler Andreas. Sonflora. Bruder, es tut mir leid, dir das erklären zu müssen, aber Sonflora ist tatsächlich ziemlich schwach. Und naja, Navitaub wird jetzt wohl sein Level abmachen. Ich glaube nicht, dass ein Sonflora das überleben kann. Solarstrahl. Bruh. Wow. Okay. So. Sultan kommt auf 43 und dürfte sich damit definitiv entwickeln. Zu einem Phasersnob. Und jetzt bin ich gespannt, was Phasersnob für Werte haben wird, weil die Werte von Navitaub sind doch sehr, sehr schlecht. Für das Level vor allem. Gucken wir mal. Das Ding soll ja eurer Information nach den zweitstärksten Angriff der Flug-Pokémon haben. Ne? Staraptor ist Nummer 1, aber das Ding soll direkt auf Nummer 2 auf Nummer 2 kommen vom Angriff her. Ne? Von daher erwarte ich da schon ein bisschen was. So, jetzt haben wir den Sultan, a.k.a. Phasersnob, auf 43. Ja gut, von 70 auf 100 ist okay. Und der Init auf 93 ist auch okay. Ne? Die KP sind aber recht Müll.
Ja gut, ist okay. Vor allem den Ruf finde ich interessant. Okay. So, da wir dir keine Akrobatik geben können, weil du, ich weiß nicht, zu dumm bist dafür, werde ich dir ein anderes Item geben. Die Frage ist nur, welches? Luftballon. Ne, jetzt können wir auf jeden Fall auch Erdbeben droppen, ne? Mit den beiden. Das ist halt cool. Plus wir können rumfliegen. Vielleicht das Glücksei oder so, damit du einfach ein bisschen besser levelst. Aber ich meine... Ja, theoretisch ja. Wir haben kein besseres Item, ne? Ihr habt mir mal irgendwie geschrieben, dass man irgendwo Hack Attack finden kann. Habe ich leider noch nicht gefunden. Aber, ne, das werden wir wohl noch angehen. Oh. Was bist du für eine, Alter? Kilian. Pfie, 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 pfie! Traurige Melodie wie diese betrübt mein Herz. Ein eisiger Nachtwind lässt mich frösteln. Yo, sick. Dün, 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 dün. Voll versaut. Nee, aber... Tatsächlich ziemlich schön. Eine versteckte Lichtung haben wir, glaube ich, auch nicht, ne? Ich weiß schon gar nicht mehr, wie die aussehen, ey. Ach, schön. Tatsächlich, echt schön gemacht, muss ich sagen. Erinnere mich gerade an Zelda irgendwie, weil da hat, ne, jemand des Öfteren solche Melodien gespielt. So, jetzt interessiere ich mich mal für ein gewisses Pokémon, was hier aus dem... Oh Gott. Puh, fast hätten wir den Encounter getriggert. Das ist ziemlich gut hier. Können wir hier Ordox auf Level 41 töten? Probieren wir es mal aus. Vor allem mit dieser schönen Musik, ne? Ey, das wäre ja Grinding Station over 9000, Alter. Warte, kamen hier nicht Doppelkämpfe, weil das tiefes Gras ist oder dunkles Gras, oder? Okay. Anscheinend wollen hier keine Pokémon kommen. Zumindest nicht rascheln. Okay, ich mache noch 5 Runden. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, okay. Ja gut, dann Leute, gehen wir eben einfach so mal in die Wiese rein und holen uns den Encounter, wenn hier nichts rascheln will. Vielleicht dachte ich, kann man hier wirklich Ordox farmen, aber anscheinend nein. Yo, gibt's hier überhaupt Pokémon? Tatsächlich. Und es gibt wieder 2 Pokémon. Wolke 7 von Entoron. Okay. Hatten wir nicht Entoron? Oder Enton? Ich bin mittlerweile so verwirrt. Ich glaube aber nein. Ja gut, dann töten wir mal Meryl, den Jungen. Und... wechseln zu Apo Blue. Für den H2O-Absorber. So, gucken wir mal. Naschweif. Yo. Okay. Meryl Hydropumpe. Yo. Okay. Alright.
Eine Unheilbühe tankt der Junge aber, ne? Ich würde gerne die Stats wissen, Alter. Eine Hydropumpe von Meryl. Zen-Kopfstoß. Okay. Wie mache ich das gerade? Weil ApoBlue macht ein bisschen wenig Damage auf den Enteron-Boy. Ja, ich töte einfach mal Meryl. Dann haben die beiden nochmal eine Chance, meine ApoBlue zu healen. Ne? Während Sultan da rumfliegt. Sultan wehrt die Attacke ab. Das ist interessant, weil in dieser Gen anscheinend H2O-Absorber noch nicht so funktioniert hat wie in der zukünftigen Gen, wo es auf dem... Oder war das Sturmsog? Oder... Ich glaube, das war Sturmsog, ne? H2O-Absorber dürfte nur Attacken betreffen, die einen selbst betreffen oder so. Ist gerade ein bisschen doof, dass ich den Boost bekommen habe, weil jetzt reicht eine weitere Unheilböe wahrscheinlich, um Enteron zu killen. Deswegen gehe ich mal für ein Irrlicht. Und hoffe, dass wir das Ding fangen können. Und ich verfehle natürlich. Holy shit! Okay, das war ein Crit. Wollte gerade sagen, ey, hör mal auf, wieder zu critten jetzt hier. Okay. Okay, Statusveränderung plus rote KP kommt. Ja gut, wir waren zwar nicht im Wasser, aber hier haben wir tatsächlich auch ein Wasser-Pokémon encountered, was ziemlich gut ist, ne? Wer die VGC-Battles gesehen hat aus dem Turnier, aus dem letzten Turnier, der weiß Bescheid. So, das resiste ich. Dankeschön. Ja, Enteron ist tatsächlich ziemlich gut. Aber wir haben halt ApoBlue, ne? Deswegen... Plus Naschweif kann verfehlen. Goddammit. Oh, stimmt. Der Junge hat Senkkopfstoß, ne? Das ist für Captain Toad nicht das Perfekte. Oh oh. Okay, Enteron wurde gefangen. Ein weibliches Enteron. Puh. Puh. Wie nennen wir ein weibliches Enteron? Okay. Enter Ronda Rousey. Ne? Ronda Rousey, kennt ihr die MMA-Kämpferin? Jetzt haben wir Enter Ronda Rousey am Start mit dem Nassschweif, Leute. Okay, ich weiß nicht, ob ich den Encounter gut oder schlecht finden soll. Wir checken ihn mal aus. Ja doch, das machen wir gleich, ne? Vielleicht wollen wir ja Enter Ronda Rousey, austauschen. Gucken wir doch einfach mal, Freunde. Und dann gleich werden wir die Route noch zu Ende erkunden. Beziehungsweise die Brücke und so, aber zuerst mal Encounter auschecken, damit wir sehen, ob es sich lohnt, das Ding zu leveln. Aber ja, Sultan ist okay, also sein Typing ist auf jeden Fall not even bad. So, Pfiffig, das ist ein Plus-Death-Wesen, minus Spezialangriff. Ja gut, mit Nassschweif und Senkkopfstoß ist das minus Spezattack-Wesen gar nicht mal so Müll. Aber die Stats an sich sind halt scheiße, ne? Ich meine, schau mal, Enteron ist ein voll entwickeltes Pokémon und es hat keinen Stat über 80 außer Init.
Und das ist ziemlich traurig. Natürlich ist es erst auf 40 und es ist ja keine EVs und so, aber... Nee. Nope. Okay, behalten wir uns in der Hinterhand oder im Hinterkopf, aber auch hier muss man wieder sagen, Enteron ist ein Erst-Gen-Pokémon, von daher präferieren natürlich wir die 5-Gen-Pokémon, sorry. Ja gut. Da muss halt Enteron da noch ein bisschen auf der Box chillen. Okay. Das war die Ziegelbrücke, oder wie hieß die? Wie hieß die Brücke, die komische? Die Dorfbrücke, okay. Jetzt ist die Frage, kann ich irgendjemandem Surfer beibringen? Siberio konnte tatsächlich Surfer, alle anderen nein. Ah, Apoblue kann ja Surfer, ich Trottel, okay. Dann holen wir uns nämlich noch das Item aus dem Fluss da unten. Und dann gucken wir uns mal das Dörfchen an. Ah, dieses Rumgefahre hier die ganze Zeit, ne? Aber es gibt halt so viel zu erkunden, zu entdecken. So. Ja, mit Apoblue haben wir schon sehr, sehr gutes Pokémon erwischt. Eine Riesenperle, okay. Alright. Alright, Mann, was geht da ab? So. Auf der Seite haben wir noch ein Indigo-Stück. Das ist super. Das ist sehr gut. Kann ich hier durch? Tatsächlich. Kann ich hier rein? It's late at night. I go to bed. Okay. Tüdelüblöp. Ist es etwa... Ist es Bibi? Die ihr neues Lied probt unter der Brücke? Hat sie alle ihre Abonnenten verloren und muss jetzt unter der Brücke leben und macht einen neuen Track und hofft somit wieder in die Charts zu kommen. Es ist definitiv Bibi, Alter. Guck mal an. Ich bin hier nur am Üben. Also raus mit dir und zwar schnell. Yo, Bibi, schmeißt du mich etwa gerade aus einem Beauty Palace unter der Brücke? The fuck is wrong with you? Und der Penner an der Mülltonne, Alter. Giuliaume. Hey du, singen ist mein Ein und Alles. Willst du der Stimme meiner Seele lauschen? Ja? Yo, wie awesome bist du denn? Ey, nee, Leute, ich setz mich jetzt dahin mit dem Typen um die Pennertonne rum. Können wir die anzünden? Hat jemand Glut dabei, Freunde? Ey, come on, gib's mir! Yo, wie awesome ist das denn, Mann? Also ich muss echt sagen, musikalisch ist die 5. Gen auf jeden Fall nicht schlecht aufgebaut, Mann. Awesome. Kann man das kombinieren mit der Flöte, die der andere spielt, oder? Wie weit höre ich das? Das höre ich im gesamten Areal. Yo, dann kann man das bestimmt kombinieren mit dem Jungen, der Flöte spielt, ey. Wie fucking awesome ist das denn bitte? Okay, also ich bin beeindruckt. Ich bin impressed. So, Sandama kommt rein. Ja, damit haben wir... Oh, wow. Habe ich etwa nicht geheilt? Okay. Ja gut. Apoblue ist safe. Ich habe immer zwei Möglichkeiten. Entweder Captain Toad.
Oh oh, 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 das muss bitte reichen. Es ist eine Sap, 95er Stärke-Attacke, die sehr effektiv trifft und das Ding hat keine Spezsap. Dankeschön. Please and thank you. Goodbye. Fuck you. Have a nice day. So. Spezialverteidigung steigt wieder massiv an, aber die Def ist halt scheiße, ne? Holy shit. Setzt dir einen Schwertanz auf, ey. Gefährlicher Pisser. Ich bin Fan von dem Gesang, Alter. Wer denkt ihr hat diesen Sound gemacht? Ich meine, die Entwickler müssen ja das irgendwie eingesprochen oder eingesungen haben. Awesome, Alter. Warte mal, kannst du etwa Gitarre spielen? No fucking way. Spürst du, wie er das Herz ergreift? Yo! Sick! Regelmäßig üben. So, jetzt fordere ich noch die beiden hier raus und dann gehen wir nochmal zum anderen mit der Flöte und dann haben wir den kompletten Sound am Start, Freunde. Ey, das ist sick. Und diese Sprites von den Basketballer Tyrell, Alter. Ebenfalls sick. Oh nein. Okay, Bro. Okay, Bro. Ich würde gerne ein Erdbeben droppen. Das Problem ist nur, dass ich Zoroark treffe. Das könnte jetzt ein bisschen kacke werden. Okay, ich setze Hypertrank auf Sultan ein. Dann setze ich ein... Warte mal, Sultan wird doch outspeeded. Ich kann einen Hypertrank einsetzen, aber dann kommt Elekid und vernichtet, oder Electek und vernichtet meinen Sultan. Warum muss der jetzt einen fucking Electek haben? Und wenn ich zu Hero und Captain Toad switche, dann kann ich nicht Erdbeben. Okay, ich gehe aber mal für einen Schaufler mit Zoroark. Ich glaube, das ist die beste Variante, um Electek schön rauszunehmen. Schaufler. So, ApoBlue verbuddelt sich in der Erde, genau. Donnerschlag. Ja, siehste? Und dieser Pisser hätte nämlich Pauli outspeedet. Und das Erdbeben wäre zu spät gewesen. Oh, das war ein Crit. Holy shit, okay. Puh, das sind gemeine fucking Kämpfe, Alter. Zweimal Donnerschlag. Ihr kleinen Ganoven, ey. So, ApoBlue, Schaufler, bam, das war's mit Electek. Und jetzt kommt der Steinhagel. Er trifft und tötet das Elekid. Okay. Gemein, Alter. Gemein. Gemeine Encounter hier. Gemeine Trainer. So, Sultan kommt weiter. Ja, die Stats. Okay. Überall zwei. Das ist schön. Junge. Okay, dann noch einer. Oh, der geht außen rum. Täuschungsmanöver, okay, was bist du für einer? Tyrone! Yo! Tyrone und Tyrell mit Magma und Magby. Was für ein cooles Team, ey.
Also was für coole Teams. Tyrone und Hyrael, Alter. Okay, ja, to be honest. Das hier ist nicht annähernd so krass wie das davor. Ne? Mit Magma habe ich keine Probleme. Außer kein Donnerschlag. Flammensturm. Oh, damn. Ich habe vergessen. Habe ich gerade irgendwas gesagt? Nein. Habe ich gerade irgendwas gesagt von wegen... Flammensturm, Alter. Habe ich gerade irgendwas gesagt von wegen, die sind nicht halb so ein krasses Problem wie Electek? Ich habe vergessen, dass Pauli eine Feuerschwäche hat, Alter. Und Sultan wurde einfach mal gekillt. Weil er outspeedet wurde. Wir haben gerade Pauli verloren. Digga, Pauli! Wow, 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 wow. Ich kann nicht mehr, Alter. In jeder Folge stirbt irgendwas. In jeder fucking... Ey, Leute, in jeder Folge der letzten 6-7 Folgen ist mindestens ein Pokémon gestorben, ey. Was ist denn das? Das kann doch nicht sein, goddammit. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Ey, was will der Junge von mir? Ja, ist schon im Kampf, ja. Und dann tausch halt... Warte, was? Bin ich gerade... Warte mal. Mit welchem Pokémon kämpfen? Hier, tausch. Welches Pokémon wechseln? Apo Blue kann nicht getauscht werden. Hä? Was passiert da gerade? Okay? Oh mein Gott. Ich hätte einfach mit Zoroark auf Nachthieb gehen sollen. Vielleicht wäre dann wenigstens das Magma gestorben. Captain Toad wird gerade... Ich habe ein Problem, Leute. Captain Toad wird outspeedet und wird von einem Flammensturm. Wobei, wenn, dann kommt es von einem Magby, weil Magma stirbt auf jeden Fall. Trotzdem spiele ich mal safe und... Oh, wie behindert ist das denn wieder? Ich kann es einfach nicht glauben. In jeder fucking Folge sterben mir Pokémon weg. Sultan ist gerade gestorben und fucking... Pauli. Und wir kriegen keine guten Encounter mehr nachgeliefert. Es sind nur noch schlechte Encounter. Wie Sachen wie Panzer Aeron mit mäßigen Wesen und so. Ey, das ist so dumm. Ja, das überlebe ich. Come on. Oh, warte mal. Auf der anderen Seite ist auch noch ein... Bitte. Überlebe.
Ich schwöre, diese Dreierkämpfe ficken mein Leben, Alter. Diese Dreierkämpfe ficken mein Leben. Diese Dreierkämpfe sind so OP. Warum sind diese Dreierkämpfe so OP, Mann? Flammenwurf, Flammensturm, hau da alles raus, outspeedet jedes meiner Pokémon. Und ich kann mit meinen Pokémon nichts angreifen, weil ich sonst mit Surfer und Erdbeben meine eigenen Pokémon kille. Ey, das kann doch nicht sein, dass die gerade die Hälfte meines Teams ausgelöscht haben. Ey, ich stell mich direkt zu Bibi unter die Brücke, Alter. Was ist denn das? Was ist denn das für eine Scheiße hier? Mann! Übrigens, diese MacBees haben nur überlebt, weil mein Pauli geburnt wurde. Einfach, dass das mal klar ist. Ich wurde mal wieder geburnt mit Flammensturm. Und deswegen hat die fucking Steinhagel nicht gereicht für die MacBees. Und die MacBees haben gerade mein verficktes Team auseinandergenommen. Alter, Captain Toad und Pauli! What the fuck? Ey, was soll ich dazu noch sagen? Diese Dreierkämpfe sind so fucking OP, Alter. So unfair. So OP. Mit Panzeron und Navitaub, easy, Mann. Erdbeben auf beiden Seiten, Navitaub protecten. Aber ich hab kein Protect und das fickt mich, Mann. Pauli! Fucking... Leute, wir haben so viele Pokémon verloren. Wir haben so viele Pokémon verloren. Wir haben Hottie verloren. Ne, begonnen hat das Ganze bei Chiquita, dann Rockaiman, aka Schlawina, dann Widow, dann Hottie. Jetzt sogar noch Pauli und Captain Toad, Alter. Und Sultan. Unser ganzes Team ist tot. Alles, was wir haben, ist Hero, was wir in der vorletzten Folge gefangen haben, und Apo Blue, was wir hochtrainiert haben. Das einzige Pokémon, was noch übrig ist vom alten Team, ist Zoroark, Alter. Wir haben keine Elektro-Immunität mehr. Wir haben unsere Elektro-Resistance mit Captain Toad verloren und Pauli immunisiert Elektro-Attacken. Wir haben nichts mehr für Elektro-Pokémon. Tja. Rest in peace, meine lieben Pokémon. Und damit beende ich diese Folge der Nuzlocke. Wie ihr sehen könnt, wurde es gerade dunkel. Das liegt daran, dass gerade 20 Uhr geworden ist. Und ich würde behaupten, das war's mit dieser Session, mit dieser ziemlich kurzen Session. Aber das ist okay so, denn wir haben viel vor uns. Wir haben viel Arbeit zu tun. Ich werde wahrscheinlich in der Grinding-Montage die Encounter von der Umgebung mir noch schnappen und dann hochtrainieren, was ich irgendwie gebrauchen kann. Oh, ich habe das Gefühl, nach jeder dritten Folge muss ich eine fucking neue Pokémon züchten. Leute, lasst einen Daumen da für die 45-Minuten-Folge, um mich zu unterstützen und um unseren gefallenen Pokémon die letzte Ehre zu erweisen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier in der Pokémon Black and White 2 Nuzlocke Challenge, dem Hürdenmodus.
Und ich freue mich schon auf die Drachenarena.